Der Asteroid Horus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone. Seid gegrüßt, liebe Serienjunkies, und willkommen zurück hier auf StreamWars. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema des Videos starten, muss ich hier erst einmal eine Lanze brechen, und zwar für die Sky-Gruppe. Denn in den letzten 2 Jahren hat man ja fast im Akkord nicht nur internationale, sondern eben auch deutsche Serien produziert, die uns hier zumindest wirklich begeistert und in ihren Bann gezogen haben. So entführt uns Babylon Berlin zum Beispiel in das brodelnde Berlin der 20er Jahre, das Boot katapultiert uns zurück in den Schrecken des Zweiten Weltkrieges und der Pass bot uns nervenzerreißende Thriller-Spannung in den schneebedeckten Alpen. Damit allerdings noch nicht genug, denn ihr ahnt es bereits, am 1. März veröffentlicht der umtriebige Pay-TV- und Streaming-Anbieter bereits seine nächste deutsche Eigenkreation unter dem vielsagenden Titel 8 Tage. Worum es in dieser Serie aber nun genau geht, welche deutschen Schauspielstars sich hier wieder einmal die Klinke in die Hand geben und ob sich ein Binge-Marathon für euch lohnt, das alles und noch viel mehr verraten wir euch nach dem Trailer. Stellt euch bitte einmal rein hypothetisch vor, ein gigantischer Asteroid rast mit 30.000 Stundenkilometern auf die Erde zu und wird in genau 8 Tagen mitten in Europa einschlagen und alles Leben auf unserem Kontinent komplett auslöschen. Denn genau dieses Schreckensszenario ist der Ausgangspunkt der neuen Endzeit-Serie 8 Tage, die damit in ein Genre vorstößt, das bisher fast ausschließlich von großen Hollywood-Blockbustern dominiert wurde. Allerdings ist die Katastrophenserie vom Oscar-prämierten Regisseur Stefan Rutzowitzki und Michael Krummenacher kein durchgehendes Special-Effects-Feuerwerk, sondern eben ein spannender Mix aus Familiendrama, gesellschaftspolitischer Milieustudie und Action-Szenen. Man kann die Serie auch als Gedankenexperiment begreifen, denn letzten Endes sind es ja nun die Europäer, die von ihrem eigenen Kontinent aus versuchen zu flüchten und an den Grenzen zu anderen Staaten knallhart abgewiesen werden. Eine Flucht scheint daher aussichtslos, denn Recht und Ordnung sind bereits aufgehoben und es regiert die Macht des Stärkeren. Zudem schaffen widersprüchliche Berichterstattungen ein Klima, ja, irgendwo zwischen Verharmlosung und Hysterie. In dieser Extremsituation zeigen dann viele erst ihr wahres Gesicht, lange schwelende Konflikte spitzen sich zu und alte Wunden werden aufgerissen, während neue entstehen. Aber am Ende muss dann jeder für sich selbst entscheiden, was ihm im letzten Moment seines Lebens tatsächlich am wichtigsten ist. Mittendrin in diesem Weltuntergangsszenario ist eine mehrköpfige Familie aus der Berliner Vorstadt. Physiklehrer Uli Steiner und seine Frau, die Ärztin Susanne, versuchen
verzweifelt mit ihren beiden Kindern Leonie und Jonas, mit Hilfe von dubiosen Schleppergruppen auf dem Landweg nach Russland zu fliehen, während Susannes Bruder Hermann auf der anderen Seite wiederum versucht, mit Hilfe seiner Regierungskontakte seine hochschwangere Frau in die USA auszufliegen. Die Serie feierte bereits am 13. Februar ihre Weltpremiere auf der diesjährigen Berlinale und wir hatten das große, unverschämte Glück, im Vorfeld der Premiere mit den Hauptdarstellern Marc Waschke, Leonie Lenke und Christiane Paul über die Serie und ihre Rollen sprechen zu dürfen. Das Ergebnis seht und hört ihr jetzt. Ich weiß noch, dass ich mich extrem gefreut habe. Also erstmal gab es ein Casting und davor habe ich irgendwie so eine Art Mappe bekommen, wo irgendwie vorgestellt wurde, worum es gehen soll. Und tatsächlich hatte ich sowas noch nie gelesen oder irgendwie davon gehört. So, also im amerikanischen Raum gab es, glaube ich, schon öfter irgendwie Die Welt soll untergehen, aber aus deutschen Produktionen kannte ich es jetzt noch nicht so und ich fand es extrem toll geschrieben. Und als dann feststand, dass ich spielen darf, habe ich die Bücher bekommen und war völlig, also ich glaube, ich habe eine Nacht erstmal durchgelesen. Und dann habe ich versucht, irgendwie mir so eine Art Plan zu machen, weil so viel gleichzeitig passiert, dass man nicht den Überblick verliert. Aber ich war sofort reingerissen und fand es super. Naja, oder anders, ich habe zuerst von der Idee gehört, Weltuntergang und Familie und die Grundfrage bei allen, was würde man machen, was machst du? Ja, und es hieß, wir wollen das als Kammerspiel machen, hieß es ganz am Anfang. Ich finde es auch spannend, ist wie im Theater, habe ich große Lust drauf. Als dann aber die Drehbücher kamen, dachte ich, das sieht doch ein bisschen anders aus als Kammerspiel. Und das gerade hat Spaß gemacht, so diese archaischen, menschlichen Grundsatzfragen, die sehr persönlich und intim sind und auf die ich große Lust habe. Und gleichzeitig zu sagen, das ist auch wie so ein Abenteuerspielplatz, du darfst auch über den Zug rennen und es wird geschossen. Ich habe ganz selten solche Bücher gelesen, die mich von Anfang an so reingezogen haben. Ich habe die auf einer Autofahrt von Hamburg nach Berlin nachts gelesen, wo ich von einem Drehort zum nächsten bin und ich konnte überhaupt nicht aufhören. Also die haben mich so reingezogen und die waren so intensiv schon geschrieben, dass ich eigentlich nachts davon noch geträumt habe. Also das habe ich auch noch nie erlebt zuvor. Ich fand das ganz, ganz toll und habe mich total gefreut, dass dann die Zusammenarbeit zustande kam mit Stefan Rosowitzki, Oscar-Preisträger, yeah, und Michael Krummenacher, ein ganz junger, toller Regisseur, den ich auch schon kannte davor, weil wir eigentlich schon seinen Debütfilm zusammen machen wollten. Also das war irgendwie insgesamt ein ganz tolles Projekt, auch mit dem Cast, was ich finde, was echt außerordentlich gut ist. Also es war irgendwie schon von Anfang an sehr toll gebaut. Also Leonie ist, ja, die ist gerade irgendwie so auf dem Sprung vom Mädchen zur Frau, weiß noch nicht so richtig, wohin mit sich und auch noch nicht, glaube ich, so richtig, wer sie eigentlich ist und muss eben dadurch, dass es dann dieses Ultimatum von den 8 Tagen gibt, einmal so, ja, ihre Jugend im Schnelldurchlauf erleben und das fand ich so faszinierend, also dass man eben so stark merkt, okay, einerseits will ich irgendwie bei meiner Familie sein, andererseits will ich aber auch noch ganz viel erleben, mit meiner besten Freundin nochmal richtig Party machen. Und dann erkenne ich aber auch Seiten irgendwie an den Menschen, die mir so nahestehen, die ich eigentlich gar nicht so mag. Das heißt, wer bin ich eigentlich und wo möchte ich hin? Und dann verliebt sie sich nochmal kurz. Also es passiert irgendwie alles, wofür man sonst so 5, 6 Jahre Zeit hat, mal kurz in 8 Tagen. Deswegen fand ich diese Rolle so toll und habe natürlich auch viel wiedererkannt, was ich jetzt so aus meiner Jugend kenne. Naja, grundsätzlich ist der Uli der Typ hier, der Familienvater, der seine Familie retten will. Und der sie versucht, auch dabei zusammenzuhalten. Wenn man so einen ganzen sozialen Organismus wie eine Familie versucht zu retten, dann kann es passieren, dass der ein oder die andere da mal ausbricht oder rausgerissen wird. Und dann Entscheidungen zu treffen, wie gehe ich damit um? Renne ich jetzt da hinterher? Bleibe ich hier dabei? Das sind welche, die sind, glaube ich, eher animalisch. Da kann man sich vorher noch so überlegen, wie würde ich es machen. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich mich verhalten würde. Ich glaube, ich hoffe, dass ich mich so weit verhalten würde, wie ich mir das mal moralisch, ethisch vorgenommen habe. Jetzt, dass das alles vom Kopf in den Körper runtergesickert ist. Aber you never know. Letzten Endes passiert es dir dann einfach. Also eigentlich, also bei dem Dreh war es eigentlich jeden Tag aufregend, weil es gab selten so eine Alltagsszene, sondern es war irgendwie immer, waren wir irgendwie draußen oder auf der Flucht oder im Bunker oder weiß ich nicht was. Deswegen war es eigentlich jeden Tag aufregend und ja, also da gibt es verschiedene tolle Sachen. Es gibt irgendwie diese krasse Partyszene, die sehr aufwendig war, weil wir irgendwie über 60 Komparsen hatten und
die auch alle ordentlich auf die Kacke hauen mussten. Und man war da so mittendrin und musste irgendwie auch durchhalten die ganze Nacht. Das war heftig. Dann gibt es irgendwie diese Fluchtszenen, wo wir ewig durch irgendeinen brandenburgischen Wald rennen mussten. Also da war eigentlich immer was los. Ich mochte wirklich sehr, dass es eben so, dass es immer um alles ging. Ich finde das auch im Leben, das muss man sich manchmal nochmal bewusst machen. Man denkt, oh Gott, ist das gerade öde. Es geht immer um alles, auch wenn du meinst, du langweilst dich. Und wenn du dich langweilst, geht es immer um alles. Es gab eine Szene, ich glaube, es ist erste Folge, soll man auch nichts spoilern, ne, wo neben mir, ja, wo, oder wo ich mit dem Tode bedroht war und eine Knarre ist auf mich gerichtet. Und das hat man auch schon ein paar Mal irgendwie gedreht, ähnlich oder anders. Und da so mit meiner Spielfrau und meinen zwei Kindern auf dem Boden, das war besonders. So, was machst du? Also alles rattert im Kopf und dann entscheiden die Körper. Das fand ich interessant als Erfahrung. Und ich weiß auch noch, ich habe da ganz viel von geträumt. Man verarbeitet immer, wenn man das Gedrehte, dann nachts im Traum. Und irgendwann habe ich dann auch einmal meine Mama angerufen, so einfach nur, um ihr zu sagen, dass ich an sie denke. Aber das geht tatsächlich auch sehr schnell wieder weg, weil man dann irgendwie, ja, dann ist man doch wieder in seinem Alltagstrott und hier ist ja alles okay. Also ich glaube, wenn es eigentlich wirklich genau betrifft und so ist es jetzt, dann denkt man natürlich da währenddessen drüber nach, aber so schnell geht es dann wieder weg. Und jetzt, als ich die Serie gesehen habe, habe ich dann wieder so drüber nachgedacht und so, boah, ey, krass, da passiert echt viel. Und das war ja bei denen noch, man kriegt ja auch nicht immer alles mit von den anderen, das ist dann immer noch mal so, ah ja, okay. Naja, ich finde grundsätzlich spannend zu gucken, wie man das, was einem so selbstverständlich erscheint, nochmal in Frage stellt und wie das durch so eine Veränderung des Blickwinkels nicht nur ins Wanken gerät, sondern vollkommen absurd wird, das so als selbstverständlich hinzunehmen. Dass wir als Deutsche an jeden Ort der Welt reisen können fast. Und wenn wir unseren Pass verloren haben, gehen wir einfach zum Konsulat oder rufen da an und dann kriegst du den fast noch ins Hotel gebracht. Warum ist das mit Menschen aus fast allen anderen 180, 90 Ländern nicht so? Warum fahren wir mit unfassbar die Atmosphäre verseuchenden Riesenpötten quer durch die Welt und beglücken die Menschen, die wir früher überfallen haben, mit unserem Konsumterrorismus? Und die kommen mit einer ganz anderen Sorte Schiffe zu uns und wir machen aber alles zu. Naja, das... So dieses grundlegende Missverhältnis, in dem, wie wir hier alle gemeinsam auf dem Planeten versuchen zu überleben, das so mal anders anzugucken. Und wenn man noch weiter weggeht, so in den Weltraum, wenn so Fragen wie Nationen, so absurd, wenn man diesen Planeten sieht und sagt, ja, und da hinten verläuft dann aber eine Grenze und da, und die ist ganz besonders wichtig und da wird demnächst ein Zaun gebaut, der sollte mal eine Mauer sein, es wird aber auch viel kleiner, vielleicht wird er auch gar nicht gebaut. Das finde ich auch witzig. Neben der eben beschriebenen Familie Steiner gibt es dann in der Serie allerdings auch Menschen wie Klaus Falkenberg, die gar nicht erst daran denken, Haus und Hof zu verlassen. Er hat sich lieber vor geraumer Zeit bereits einen Bunker gebaut, in dem er sich zusammen mit seiner Tochter verschanzen will. Und wo ein Weltuntergang naht, da darf natürlich auch ein waschechter Messias nicht fehlen. In der Serie handelt es sich dabei um den Ex-Häftling Robin, der, ehe es sich versieht, eine respektable Anzahl an Jüngern hinter sich vereinen kann. So unterschiedlich die Protagonisten der Serie aber auch sein mögen, eins haben sie alle gemeinsam. Die Ausweglosigkeit der Situation lässt sie alle ihren moralischen Anker über Bord werfen. Jeder kann Verbrechen begehen, es gibt keine Strafen, kein funktionierendes politisches System und keine Ordnungsmacht mehr. Jeder ist zurückgeworfen auf seinen eigenen moralischen Kompass. Ein Kompass, der dann allerdings bei allen aussetzt. Und genau darin liegt für uns auch der besondere Reiz in der Serie. Wozu ist ein Mensch im Angesicht des drohenden Todes in der Lage? Die Serie verzichtet dabei ganz bewusst auf einen Heldenplot. Alle Figuren, von den verängstigten und panischen Erwachsenen bis zu den Teenagern, die sich gebührend und vor allem feiernd aus dem Leben verabschieden wollen, sind in ihrem Handeln zutiefst menschlich, wenn auch äußerst verstörend dargestellt in der Serie. Das Herz der Geschichte, geografisch gesehen, ist dabei der Berliner Speckgürtel mit seinen Villenvierteln. Gedreht wurde daher in Grunewald und Zehlendorf. Die Massenhysterie-Szenen auf der anderen Seite entstanden wiederum in Mitte, rund um den Hausvogteiplatz, wo allein schon die Dreharbeiten für große Aufmerksamkeit sorgten. Denn wann
hat man das schon mal, dass mitten in Berlin Aufständische gegen das Militär und die Polizei kämpfen. Berlin ist dabei nicht nur als heimliche Hauptdarstelle wichtig, sondern auch als Location. Egal ob der Parkplatz an der U-Bahn-Station Britz Süd, die Villenviertel, die Versorgungsschächte im Tempodrom oder eben der Hausbruckteiplatz. Berlin taugt auch visuell für den Weltuntergang und wird dabei für den deutschen Serienmarkt immer attraktiver. Babylon Berlin, Vier Blocks, Dark und Dogs of Berlin sind dabei nur einige der vielen Serien, die in jüngster Zeit in und um die deutsche Hauptstadt herum entstanden sind. Wir sind gespannt, was ihr nun von dieser neuen Sky-Originalserie haltet und freuen uns bereits auf eure Kommentare. Außerdem würde es uns mal brennend interessieren, was ihr machen würdet, beziehungsweise was ihr gedacht habt, was ihr machen würdet, wenn in 8 Tagen tatsächlich hypothetisch gesehen die Welt untergehen würde. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. In den nächsten Tagen wird es noch weitere Videos zu kommenden Serien und Filmen geben, die bereits auf der Berlinale Weltpremiere gefeiert haben. In diesem Sinne euch noch ein entspanntes Wochenende und möge der Stream mit euch sein. Bis bald.